Ja, ich bin einfach hier, weil wir Zustände schon ganz tief haben, die nicht mehr normal sind. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und deswegen stehe ich hier. Ich bin für Demokratie. Ich möchte keine Diktatur. Ich möchte keine digitale Überwachung. Dafür bin ich hier. Und auch wie im Aufruf der Veranstalter stand, gegen die NATO und für eine Aufklärung von Nord Stream 2 und gegen die Stationierung von weiteren Basen der Amerikaner. Also Waffen. Ja, ich bin auf jeden Fall für die Aufklärung Nord Stream 2. Kümmert sich ja im Moment anscheinend kein Mensch drum, was ja eigentlich ein wichtiges Thema wäre. Ich bin nicht gegen, ich bin für Frieden, nicht gegen, ich bin gegen Krieg, für Frieden, dafür bin ich auch hier. Und vor allem wäre ich auch dafür, dass mal RKI-Protokolle aufgeklärt werden. Da hört man in den Öffentlichen auch nichts. Und das wäre so wichtig, weil solange da nichts in die Öffentlichkeit kommt, sind Menschen gefährdet, sie werden krank gemacht, sie werden, die sterben. Das ist meine Message. Ihr wisst Bescheid. Ja. Wir danken dir vielmals. Ja, gern geschehen. Wir sind alle für den Frieden und das ist wichtig, das Wichtigste je denn je heutzutage. Gut, sehr gut. Ja. Wir danken euch vielmals. Gerne. Möglicherweise übergriffigen Staat. Und als solches, weil hier die Langstreckenraketen, die Hyperschallraketen installiert werden. Und ab 2026, die Dinger sind in 10 Minuten in Moskau, bevor da allzu viel möglich wird, haben wir eher eine fette Zielscheibe auf dem Arsch und sind selber dran. Ich lebe hier und ich will das nicht. Und ich will keine derartigen Provokationen, die den Krieg eher herholen, als dass sie uns helfen, wenn er kommt. Was die Amis machen, wenn der Krieg kommt und heiß wird, das haben wir in Afghanistan gesehen. Der Helmut Schmidt, Helmut Schmidt hat auch viele sinnvolle, hier geht es um den Satiriker, hat gesagt, die Deutschen sollen schon mal lernen zu springen, und zwar so gut zu springen, dass sie in ein startendes Flugzeug reinspringen können. Die Afghanen haben das nämlich probiert, sind an den Triebwerken hängen geblieben und hinterher runtergefallen. Also das müssen wir dann besser schaffen. Ja, da droht ja ganz schön was, wenn die jetzt hier noch mehr Waffen und das ist ja auch im Gespräch, mehr Atomwaffen zu stationieren. Klar, auch Büschel. Ich bin eher aus Rheinland-Pfalz, wobei ich hier bearbeite. Büschel, Rammstein, alles 1A-Ziele, auch Spangdahlem, der Fliegerhorst in Spangdahlem. Mein Heimatort ist ein kleines Dorf, 800 Leute heute noch, liegt mitten in diesem Dreieck des Todes zwischen Rammstein, Büschel und Spangdahlem. Und das ist nicht die einzige Stationierung. Deutschland ist voll von sowas. Brauchen wir nicht, können weg. Ja, wenn es hier Krieg heiß wird, dann kann man, glaube ich, Süddeutschland vergessen, ne? So kann man ganz Deutschland vergessen. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Letztens war es ja schon sehr knapp an der Grenze, wo die Gespräche in Rammstein waren mit dem Zelensky. Ja, das kam in den Medien gar nicht so großartig, aber da war es so kurz vor dem Atomkrieg. So für ein paar Stunden, aber mal schauen, was das jetzt ist. Ja, und die Russen haben ihre Nukleardoktrin etwas angepasst. Und das bedeutet, dass sie auch, wenn sie sich konventionell angegriffen sehen, nuklear reagieren können, was immer das bedeutet. Das hat eine gigantische Spannweite. Das geht von kleinen Nuklearwaffen, die vielleicht die Sprengwirkung von 5 bis 10 konventionellen Waffen haben, aber eben schon nuklear. Das ist eine glitschige Rutschbahn und das Ende von der Rutschbahn, ich möchte den Anfang schon erleben. Ja. Würdest du dir eine konsequente Aufklärung zu Nord Stream 2 wünschen? Auf jeden Fall, die ist notwendig. Ja. Da ist einiges an Kapital vernichtet worden und dass jetzt die amerikanischen und eine britische, glaube ich, Versicherung im Grunde genommen sich rausreden wollen und weswegen dieses ganze Theater mit dieser komischen ukrainischen Yacht aufgeführt wird, damit sie letzten Endes die Schäden, die sie ja nach den Versicherungsbedingungen zahlen sollen, auch an unsere Konzerne, ja, an die ehemalige Nord Stream 2 AG, Maya zu
ich weiß es nicht, 51% russisch, 49% deutsch oder andersrum, kriege ich jetzt nicht so genau hin, aber das ist ungefähr die Gewichtung, ja. Da geht es um eine Masse Geld. Und es ist die Höhe, dass unsere Regierung jetzt dabei mitmacht, ja, die Herrschaften da freizustellen und das zum Nachteil unseres eigenen Landes. Ja. Dafür gibt es Paragraphen im Strafgesetzbuch, aber ich bin kein Anwalt und an der Stelle also rede ich über die Paragraphen nicht weiter. Der Auflagen, die Versammlungsbehörde die Grünen haben ja vor der Bundestagswahl geworben mit keine Waffen in Kriegsgebiete. Deine Meinung zu den Grünen? Ja, die Grünen, ja. Die Grünen haben sehr stark angefangen, 1981 mit Petra Kelly. Neben Gerd Bastian, neben Heinrich Böll. Also was soll ich jetzt machen? Niemöller. Es waren jedenfalls gesagt, alles da, was Rang und Namen hat. Erhard Eppler war auch da. Werden keine Schussgeräusche und haben bei der großen Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten immerhin 300.000, glaube ich, waren es oder sogar mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich müsste noch mal nachgucken, vielleicht war es auch die doppelte Zahl. Es war auf jeden Fall die größte Demonstration, die es bis dahin gegeben hat in Deutschland. Da haben die Grünen gestanden. Heute ziehen sie sich Helme an und ehemalige Treckerfahrer schulen um auf Panzerfahrer, siehe Hofreiter. Ja, was ist denn zu den Grünen noch zu sagen? Gar nichts mehr, die kann man vergessen. Die haben voll verloren, ne? Die haben voll verloren, das ist auch gut so, verdient. Ja. Aber da schmuggelt sich jetzt auf der anderen Seite der Merz in die Regierung rein. Die FDP tritt jetzt ab, damit sie nochmal nach der Wahl über die 5%-Hürde nochmal 5,3 oder vielleicht 7 kriegt. Wo soll das hingehen, ja? Das wären nochmal 4 Jahre, die verlorene, nein, die schädigende Jahre sind. Mit einem Nettokapitalabfluss, der gigantisch ist. Mittlerweile haben wir schon Nettokapitalabflüsse, die nicht mehr zu reparieren sind. Ja, siehe VW, siehe BMW, siehe Mercedes, ja, die ganzen Zulieferer verlassen das Land. Bleibt ja dann am Ende des Tages nur noch die Bundeswehr oder Rheinmetall, wo man arbeiten kann. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank für die Worte. Hätte es 1989 gegeben, wenn das Volk damals in links und rechts gespalten gewesen wäre, hätte es definitiv nicht. Also du hast dich sehr schick zurechtgemacht. Wofür bist du hier oder warum willst du heute hier mit demonstrieren? Ich bin absoluter Pazifist schon immer gewesen. Vielleicht nicht unbedingt in meiner Wortwahl, aber in meinen Taten. Das finde ich sehr wichtig für alle. Und das ist ja heutzutage wichtiger denn je wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und ich wohne auch hier in Wiesbaden, also direkt neben dieser hübschen Airbase. Und finde das nicht besonders lustig, was die hier so alles treiben und veranstalten. Man lebt ja dann auch mit der, was heißt Angst, habe ich eigentlich nicht. Ich bin relativ angstbefreit, aber mit den Gedanken, dass es hier auch irgendwann mal richtig losgehen könnte. So. Ja, wenn man so nah dran wohnt, hat man schon ein bisschen ja, die Befürchtung, dass kann man nicht mehr schnell weglaufen. Ich wohne quasi direkt am BKA auch noch. Ne? Das wäre ja dann so ein Ziel, wo man dann vielleicht auch mal, und da wohnt ja so direkt gegenüber. Ne? Ja. Und das muss ja dann ja nicht sein. Man hätte das ja vor Jahren schon mal auflösen können, aber das ist ja nicht passiert. Da hieß es ja, die Amerikaner ziehen ab und dann sind sie ja hier in Erbenheim geblieben und in Heidelberg und in Ramstein und ja, diverse andere Orte auch noch. Dankeschön. Gerne. Ich sag mal, die seid gegrüßt im Namen aller Friedensengel, die jetzt heute bei uns sind. Ich bin halt so ein bisschen mehr sichtbar. Und die anderen sind unsichtbar, aber die sind bei uns, denke ich mal. Und jetzt das Thema Frieden und keine Waffenlieferung, Aufklärung Nord Stream 2 gegen die NATO wichtig. Warum ist dir das persönlich so wichtig? Ja, erstens mal für die Kinder der Zukunft. Die müssen das nicht mitmachen, wie man anderen Kindern das macht. Und außerdem auch für mich persönlich und für alle, die ich liebe, dass die in Sicherheit sind. Dankeschön. Können wir mal deine Flügel zeigen? Sehr schön. Oder wie Olaf Scholz sagen würde, ein gefallener Engel. Nee, wir fallen so schnell nicht. Richtig. Denn Liebe wird uns retten.
Gut, sehr gut.